Juhu, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. So, ich bin schon dabei, hier Sand wegzuschaufeln, fleißig. Bisschen Oldschool-Funk im Hintergrund, weil ich keine Lust mehr auf Country hatte. Oh, das Bunny hat da gemacht. Also, ihr wisst schon, sich aufgebäumt, gedingst. Wie heißt das? Da gibt es bestimmt einen Fachausdruck für. Jo. Ja, ich bin so froh, dass wir Pferde gefunden haben. Und ja, wir werden eine Ranch bauen. Eine richtig schöne Ranch. Nur das wird noch ein anderes Bauprojekt zu einem anderen Tag, zu einer anderen Zeit. Das ist jetzt nicht, ne? Trotzdem werde ich schon mal diesen unteren Teil des Sandes hier abtragen, um uns auf eine Ebene zu bringen. Dann haben wir schon mal den ersten Teil dafür getan und wir haben ja auch den Sand, den wir sowieso nebenbei erfarmen wollen damit. Ne, also von daher, ich habe es ja schon mal diese eine Riege stehen lassen. Vielleicht mache ich ja sogar schon mal einen Teil der Hausfront. Ich habe noch so ein bisschen grob im Kopf, wie ich das gestalten möchte mit der Hausfront. Brauchen wir Stüfchen für und Treppen, Holzstämme, jede Menge Zäune. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal in den Creative Mode gehen, um mir das nochmal kurz anzugucken. Ich hätte ja auch intelligenterweise einen Screenshot davon machen können. Das wäre total schlau gewesen, aber Intelligenz ist ja nicht jeder Frau Sache. Was? Also blond bin ich nicht, damit hat das nichts zu tun. Nicht Vorurteil, ne? Blonde Frauen wären dümmer oder so. Ich verstehe das immer noch nicht. Ich meine, das liegt einfach oft daran, dass halt, keine Ahnung, woran liegt das eigentlich, dass man dieses Vorurteil hat, dass die meistens etwas geil aussehen, schnallen, möchte ich ja mal einfach mal so gesagt haben, vielleicht weniger dafür tun müssen, damit Männer sie toll finden, weil sie ein Stereotyp erfüllen und deswegen oft als für dumm gehalten werden, weil sie aber einfach wissen, dass sich dumm stellen bei vielen Kerlen unglaublich gut wirkt und solche Machos ja sowieso total gerne darauf reinfallen, sich irgendwo zu profilieren. Das kannst du halt bei Dummen am besten. Und da jetzt Brünett weniger zum Schönheitsideal gehört, einfach muss man sich da ein bisschen anders durchboxen. Keine Ahnung. Also ich meine, ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, wie das ist, behandelt zu werden, wenn man blond ist, tatsächlich anders. Genauso wie unterschiedlich Männer auf einen reagieren, wenn man mit einer tiefen Stimme spricht oder wenn man mit einer hohen Stimme spricht. Es ist ja so, dass Frauen, die Männer toll finden, mit diesen Kerlen in einer etwas höheren Stimmlage sprechen. Das weiß man natürlich instinktiv. Deswegen stehen Männer so auf Frauen mit so hohen, quietschigen Stimmen häufiger. Also mit höheren Stimmen finden sie niedlicher oder knulliger. Und das ist halt von der Fortpflanzung her statistisch gesehen, ja, merkwürdig. Tja, Heidi Klum, ne? Okay, gut, ja. Also ich weiß, Heidis Stimme, die ist mir einfach... Ja, ich bin Heidi Klum, hallo. Nee, da kriegst du einen Gehörsturz. Gott, da krieg ich von mir selber einen Gehörsturz. Ich meine, ich habe eine durchschnittliche, normale Stimme für eine Frau. Die ist meistens ein kleines bisschen tiefer als normal, weil ich halt Heuschnupfen habe und so. Wenn ich voll meine Heuschnupfen-Medikamente genommen habe, dann geht die einfach eine ganze Oktave höher. Und dann manchmal kriege ich von Leuten zu hören, Isa, du hörst dich irgendwie ein bisschen anders an als sonst. Nein, immer so, was willst du? Ja, aber nicht. Gott, das Schaufelverbrauch. Auch jetzt merke ich, dass ich mich tatsächlich beim Sprechen teilweise ein bisschen anstrengen muss, weil wegen Heuschnupfen. Schliff, schliff. Aber so schlimm ist es heute gar nicht. Coole Funkmusik, so funky. Das gefällt mir. Deswegen ist sie auch funky, weil sie funky. Okay. Ja, wird schwierig hier, wie weit wir das hier tatsächlich entsanden müssen. Ziemlich weit. Sehr weit. Ja, Razer Synapse 2.0 Konfigurationsprogramm ist ready for the... Nein, du kannst mich machen. Ich will aber mein Razer-System nicht updaten. Ich bin damit gerade sehr zufrieden. Nachher funktioniert es danach wieder nicht, wie auf meinem anderen Computer. Ja, ist ganz interessant. Unter Windows 8 funktioniert meine Razer-Tastatur ohne Probleme. Das ist so eine mit Touchpad. Aber der Windows 7 hat sich das Ding geweigert. Gemeint, es hätte zu wenig Strom. Dann habe ich einen extra USB-Bus angeschlossen mit mehr Strom und sowas. Ist immer noch gesagt, es hätte zu wenig Strom. Irgendwas war da an der Software-Defekt. Und Razer selber so, oh, wir haben keine Ahnung, das interessiert uns auch nicht. Hast du schon das und das gemacht? Ja, hast du schon das und das gemacht? Ja, das steht doch alles auf eurer Website. Ich bin noch nicht behindert. Na, vielleicht sind sie ja blond und haben eine hohe Stimmlage. Weiß ich doch nicht, haha. Aber ich liebe Razer. Tolle Tastaturen. Vor allen Dingen die, diese Soft-Tastaturen, die halt, also ich meine, so leise halt, ne? Keine mechanischen Tastaturen, sondern hier digitale, da ist es so leise, keine Sau hört das. So schön.
So angenehm. Ich habe hier so eine andere Tastatur von so einer anderen Firma, die ist so laut. So mechanisch, das geht gar nicht. Ich kann mich da selber nicht, da kann ich mir selber beim Schreiben nicht zuhören. Tak, 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 tak. Ich kann das mal demonstrieren. Also, Chat öffnen. So, ich schreibe jetzt Hallo in den Chat. Das hat man ein bisschen tippen gehört. Wenn ich jetzt hier schreiben würde. Okay, Entschuldigung. Es ist so furchtbar, sie ist so laut. Das ist absolut schrecklich. Das kann man nicht bringen. Vor allen Dingen, ich habe eine ganz billige, alte, mechanische Tastatur, die auch sehr schön im Anschlag ist und so. Ja klar, sie leuchtet nicht, weil I don't care. Von so einer Billigfirma. Die ist mechanisch, die lebt schon ewig, die ist total weich im Anschlag, total angenehm zum Schreiben. Und sie ist leise. Warum? Weil man, obwohl sie nur 20 Euro gekostet hat, da irgendwie so Gummiplättchen zwischen die mechanischen Tastaturen und so gemacht hat, damit sie nicht ganz so laut klackert. Und die hier für 120 Euro macht Geräusche wie... Ihr habt sie gehört. Keine Ahnung, ich mag's, dass... Da kann man doch erwarten, wenn man so viel Geld ausgibt, was ich übrigens nicht getan habe, dass die leise ist. Eigentlich wollte ich ja ein Review zu dieser Tastatur machen. Zu der Firma, von der ich diese Tastatur habe, aber... Ich habe dann dem Herrn gesagt, lieber nicht, weil ich würde kein einziges gutes Haar daran lassen. Das Einzige, was sie kann, ist leuchten und dass man ihre Tasten doppelt belegen kann. Oi! Das kann ich mit einem 0-Euro-Programm aus dem Internet mit jeder Tastatur übrigens. Also nur mal so Makros und das ist alles kein Problem. Machst du nur die richtige Software? Ich weiß das auch nicht. Egal. Und es leuchtet. Das ist ja toll. Also Mensch, leuchtende Tastaturen, ey. Das ist voll modern und neu. Das kennt noch niemand, bestimmt. Ja, jedenfalls, ich hätte halt einfach kein gutes Haar dran gelassen und ja, es ist wunderschön weich zum Schreiben, aber was nützt es mir, wenn das Schreiben so schön weich und flauschig und kuschelig ist, ich aber das Gefühl habe, dass ich dabei nebenbei Nüsse knacke und kleine Tierbabys sterben. Das geht gar nicht. Ich weiß ja nicht, was habt ihr denn für Tastaturen? Das wäre jetzt mal geil. Schreibt doch mal bitte alle eure Tastaturen, also was für Typen das sind, wie die heißen, von welcher Firma ist sie. Also das komplette Programm, sodass man die auch finden würde über Google, wenn man danach sucht, in die Videobeschreibung und eure Zufriedenheit damit. Machen wir mal so ein Großkundenbewertungssystem. Ey, das würde ich wahnsinnig gerne lesen. Zumal ich noch eine zweite Tastatur für meinen Computer suche, damit der nicht so eine laute Klacker und ich will nicht nochmal eine teure Razer kaufen. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal wieder eine billige dranhängen. Ich habe noch eine billige Bazoo. Aber ja, die stirbt langsam so ein bisschen. Ich will die Schaufel noch. Okay, ist gut. Nichts passiert. Nach Hause. Lauf! Lauf! Lauf doch schon. Ja, lauf schneller. Ja, ich lauf ja schon. Lauf du doch. Nein, lauf du. Schizophrenie, Baby. Schizophrenie. Guten Morgen. Lecker Brot. Hier sind doch Zwiebeln. Die haben hier schon schön viel Sonnen. So. Dann gehen wir mal weiter da, ne? Sand abbauen, ja. Ja, also das mit den Tastaturen würde mich wahnsinnig interessieren. Dann können wir mal so eine kleine Bewertungsfolge machen und uns den vielleicht auch angucken. Vielleicht auch mal den einen oder anderen Hersteller anschreiben und sagen, hey, hier ihre Tastatur, ne, von Let's Play guckenden Gamern, gut bewertet. Vielleicht freut sich da der eine oder andere. Es gibt ja auch durchaus Firmen, die auch wieder keine Sau kennt. Genau, Bazoo zum Beispiel hat mal so geile Tastatur gemacht. Oh, so eine tolle Tastatur. Die war so leise und so angenehm im Schreiben. Und ich konnte damit tippen, wie Jesus übers Wasser läuft. Das war so... Oh, die gibt's nicht mehr. Die machen die nicht mehr. Ja, und das ist doch sehr traurig. Hab ich das Klackern hören? Oh, Paranoia. Das ist so gemein, dass sie nicht mehr hergestellt wird. Nicht mal auf eBay kriegt man die noch. Die hätte ich mir sonst nämlich geholt. Weil ich habe nämlich nur die teure Razer gekauft, weil die kein Geräusch macht, wenn ich tippe. Ich bin Let's Player. Stellt euch mal vor, also wenn ich jetzt Let's Plays machen würde mit der anderen Tastatur so... W-A-S-D. Das geht doch gar nicht. Also ich kriege auch bei Let's Playern immer die Krise, wenn man dann so laut ihre Tastatur hört. Nee, das geht gar nicht. Ich meine, die steht zwar hinter dem Großmembranmikrofon. Oder das Headset nimmt es auch teilweise nicht mit auf, aber bei vielen ja schon. Und wenn ich dann mal mit Freunden wieder aufnehme, habe ich hier diesen Raumklang und dann hört das wieder jeder. Und hier hört man echt ganz selten mal so ein leises Tack-Tack, weil sich langsam die Tasten wahrscheinlich auch schon abnutzen. Wobei ja so die Razer-Dinger halten ja doch schon sehr, sehr lange.
Und ich finde, das Touchpad ist unglaublich nützlich bei dem Teil. Also ich habe ja diese Star Wars The Bunch of All Shit Republic Tastatur. Ich wollte haben, ist alles eine Star Wars Tastatur. Nein, dann gab es keine Star Trek Tastatur, sonst hätte ich mir eine Star Trek Online Tastatur. Naja, ist auch egal. Star Trek ist natürlich, ne? Also, bei Star Wars mag ich auch. Stargate wäre noch viel geiler. Boah, wäre das geil. Ich habe schon überlegt, gibt es eine Guild Wars Tastatur? Wenn ja, ich will sie haben. Es gibt Guild Wars Maus und Guild Wars Headset. Warum besitze ich sowas eigentlich nicht? Ramon, warum habe ich keine Guild Wars Maus und Tastatur und Headphones? Ich soll doch den Leuten Sachen hier mal andrehen können und sagen können, wie geil die ist. Okay, nein. Ja, ich möchte irgendwann eines Tages ArenaNet aufkaufen. Helft mir gefälligst dabei. Das ist mein großer Traum. Oktopus! Oh, zwei Oktopussis. Drei Pussis. Gib mir deine Tintensäcke. Und du auch. Oh yeah. Ja. Du auch. Gib. Stirb. Oh, nicht ich. Alles gut. Ah. Och, so her, du Schlampe. Mehr, hab ich das laut gesagt. Sorry. Mann, ne. Aber jetzt ersauf ich hier unten noch. Achtung, gleich. Schnack. Was passiert? Sind jetzt alle kaputt, ja? Boah, 12 Säcke, geil. Ja, wir könnten das ja mal ein bisschen so machen. Wir haben mal bald keinen Platz mehr im Inventar. Also kein Problem. Huch. Boing, boing, boing. Mann, wie viel Sand das gab, jetzt so dieses untere Stück hier abzusanden, zu graben, zu buddeln, zu wühlen, was auch immer. Ach ja, nee, ich finde Tastaturen sind schon sehr, sehr spielentscheidend. Vor allen Dingen, wenn man so wie ich halt auch eine Mac-Tastatur gewöhnt war, weil ich habe ja sehr, sehr lange Zeit nur mit einem iMac gearbeitet, auch Minecraft gespielt, aufgenommen und ja, auch Guild Wars gespielt mit einem iMac. Geht auch. Und da ist man halt an diese flachen, leisen Tastaturen sehr, sehr, sehr gewöhnt. Das kennt man dann gar nicht, dass die Dinger laut sind und tackern. Das kannte ich nur von meinem alten PC. Inzwischen ausgedient hat mein erster PC. Ja, mit 12 Jahre alt. Ich war damit nie im Internet, muss ich dazu gestehen, weil das hat er schon nicht mehr gepackt damals. Windows 98 hätte ich trotzdem, aber egal, ich hätte nichts öffnen und alles damit. Er ist so schön. Er ist jetzt kaputt. Der Drum, ey, wie süß. Und der war mal so mega unglaublich teuer. Als er noch klein war, damals. Oh, das war so ein schöner Computer. Ein Hewlett-Packard. Richtig teures Teil. Muss sagen, Photoshop lief da flüssiger jetzt als auf meinem PC. Wobei Photoshop, ich krieg's kotzen. Photoshop auf Windows ist ja die Hölle. Die kommt ja mit Arbeitsspeicher und gar nicht klar. Auf meinem iMac, der wohlgemerkt schon fünfeinhalb Jahre oder so alt sein. Fünfeinhalb Jahre. Nicht das teuerste Modell gewesen. Was ist? Ich kann eine 6 GB große Datei öffnen. Es dauert einen Moment, aber dann kann ich wunderschön arbeiten damit. Wieso? Weil er den Volumen-Festplattenspeicher dann als Arbeitsspeicher nutzt und nicht den eigentlichen Arbeitsspeicher. Total angenehm damit zu arbeiten. Läuft alles flüssig. Mein Wacom-Tablet leckt auch gar nicht und so. Hier öffne ich eine 2 GB große Datei auf meinem Windows 8 Computer, ja, mit Mega-Titan-Grafikkarte, 16 GB RAM, ultra-mega-schneller SSD. Oh, ich bin voll übrigens. Auch wenn ich die Schaufel kaputt mache, kann ich nicht. Kommt schon, geht kaputt. Danke. Und was ist? Das leckt wie Hölle. Braucht ewig, bis sich das geöffnet hat. Das ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, was das soll. So, ein bisschen die Löcher können wir hier theoretisch wieder zumachen. Also nicht theoretisch, sondern wir tun es sogar. Das Wort theoretisch. Ich und das Wort theoretisch. Wir haben so ein Fable füreinander. Ja, ich weiß. So. Na dann. Schon wieder Tintenfische. Tintenfische! Ja, mehr gespawnt. Guck mal her, du kleiner wobbeliger Tintenfisch. Da nützt dir auch dein Derby Day Faceblick nichts. Ich will an deinen Sack. That's what she said. Komm her, da ist noch einer. Ja, stirb. Ist er jetzt? Nein. He don't died it. No! Come on! No, you died it. Naja, sie sterben nicht wirklich, sie respawnen ja wieder. Denken sich so.
Ist die verrückte Irre jetzt weg? Okay, dann traue ich mich wieder zu spawnen. Niemals irgendwo stirbt etwas wirklich. Der Zyklus und die Geschichte des Lebens endet, ja, das ist wahr. Und eine neue Geschichte beginnt mit neuen Gesichtern, neuen Abenteuern und neuen Regeln. Und man muss sich vom Alten lösen. Doch sollte man auch dort von einer verrückten Irre mit dem Schwert erschlagen werden, so respawnt man einfach wieder in der Tea-Area. Jo. Und ich, da, wo ich mein Bett geparkt habe. Was? Ich wollte jetzt dann sagen. Klicki, klicki, klick. Also meine Maus ist natürlich laut, weil ich ja inzwischen keine Maus mehr benutze, die hier und so leise ist. Ist eigentlich totaler Mumpitz, was ich da mache. Ganz so viel Sand brauche ich ja nicht. Also schon auch. Da machen wir dann auf jeden Fall auch Glas draus. Aber was ich jetzt vor allem haben will, das sind Sandsteine. Schöne Sandsteine. Steine, 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 Steine. Hey, diese Musik so funky, Mann, dass ich mitsingen kann. Das fühlt sich an wie ein cooler Beat, ein cooler Groove. Da sing ich mit. Ich bastel mir jetzt ganz viel Sandstein. Den verbrauche ich dann bei mir zu Hause, in meiner neuen Villa, meinem neuen Haus, meinem neuen Territorium. Okay, Sandstein. Glatter Sandstein. Und ich wollte mal überlegen, irgendwie hat man, ich weiß nicht, ob es mit Stufen war oder so. Irgendwie hat man, ich weiß nicht, wie man diesen Sandstein herstellt. Das ist natürlich Internet. Internet sei mal nett. Minecraft. Sandstein. Das muss es sein. Das will ich wissen. Gemeißelter, glatter Sandstein, gemeißelter. Ist mir doch egal. Hauptsache das Ding hat das Motiv. Sandstein. Ah, das sind nicht die Stufen. Können wir auf jeden Fall trotzdem mal behalten. Sondern das sind die anderen Stufen. Was ist da? Die Stufchen sind das. Also die Stufen, also schon Stufen, aber nicht Stufen wie die Stufen, sondern Stufen. Ich weiß, das war jetzt wieder sehr verwirrend. Da brauchst du nur so wenig für? Okay. So übereinander. Geht ja gut. Haben wir gar nicht so viel von. Zack, 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 zack. Glatter Sandstein, Stufen, Treppen. Glatter Sandstein, glatter Sandstein, glatter Sandstein, glatter Sandstein, gemeißelter Sandstein. Sand. Bisschen Sand möchte ich dann brennen. Bräuchten wir eigentlich noch mehr Kohle. Aber wir haben keine Kohle. Das ist ungeil. Geht die Sonne schon wieder unter. Es wird Zeit, die Folge zu beenden. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Es sollte, glaube ich, Sonntag sein, wenn ich die Folge hochlade. Bis zum nächsten Mal.